see that the real Max is back. So, how was your time trip, dude? Shut up. Oh, you're alive. You're alive. Oh, both of us. I did so much to bring you back, Chloe. It worked. Actually worked. You're with me again. Looks like even fate doesn't want us apart. And traveled through multiple realities just to save my ungrateful ass over and over. And I hope it was worth it. But I don't blame you for wanting me out of your life after all my drama. Come on. I'm the official drama king and queen of Arcadia Bay this week. Just look at what my powers have caused in just a short time. Nobody. You're Max fucking Caulfield, Time Warrior. Even if you weren't, you're kind and caring. Nobody could have a better best friend. Nobody. You didn't ask for any of this to happen, but it did. You need to accept how awesome you are. Maybe I willed it subconsciously or something. I always wanted my life to be special. An adventure. But not without you. And it didn't happen until I moved back here. So, without you, my powers wouldn't even exist. Then for whatever scientific, mystical reason that we'll obviously never figure out, we were meant to be together at this exact moment in history. I have to think that Rachel was somewhere behind the scenes, fighting for justice. I'd like to think that too. We all owe Rachel Amber. Now tell me everything that happened. You remember, right? Well, we left the party and made sure Jefferson couldn't find us. For once, I was glad I lived in an actual fortress. Then the storm got hella crazy, and you said we would be safe at the lighthouse. Chloe, look! The storm is getting bigger now. It's coming closer. Ugh, I can't even believe this is real. This is happening because of me. Stop it! Stop beating yourself up, okay? We've both paid our dues already on it. God, look at that. Look at that monster. Who knows? This could be Rachel's revenge. Our revenge. The lighthouse is out of the way of the tornado. Come on! Chloe... I've got your back, Max. Alfred Hitchcock famously called film little pieces of time. I'm back in class. What the hell? These pieces of time can frame us in our glory and our sorrow. I have to listen to this Jefferson lecture again. This might be hell. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? Okay, this is messed up. Am I stuck in a time loop? Anybody? Ja, die Frage ist, warum sind wir wieder hier? Jetzt schon zum dritten, vierten Mal, ich weiß es nicht. Wir können aber auch nichts machen. She saw humanity as tortured, right? What's going on? Nobody even cares? Keep that to yourself. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner. Das heißt, irgendwie zerbricht hier alles für uns. Ich bin verwirrt. Have I totally fucked up time? This doesn't make sense. Auf jeden Fall geht hier irgendwas vor sich. Das das kann ich schon mal sagen. Ja, um jetzt nochmal auf Chloe drauf hinzuweisen. Das ist aber sehr seltsam. Um nochmal auf Chloe zurückzukommen, es ist zwar unsere Rache über Arcadia Bay, vielleicht auch Rachels, aber sie schließt uns mit ein, ne? Ach du Kacke, I want to die. Oh, that's too creepy. Warum sind... was? Ich bin total verwirrt. Es ist, es könnte jetzt so eine Art, nicht wirklich, wir haben nicht wirklich zurückgespult, sondern... That's awful. Das ist Psychose, das ist nicht echt. Das bildet sich Max nur ein, weil für sie jetzt gerade alles zerbricht, weil für sie einfach alles kaputt ist. Was, Max Caulfield? Ja, das ist nicht echt. Das ist, oh,
Chloe Price, warum... This is a dream or a nightmare. I'm taking this picture. Jetzt Chloe, ne? Das ist definitiv irgendwie total, ja, abgefuckt. Abgefahren, geil, aber das sieht cool aus. Das sieht mega cool aus. Nee, also das ist, ja, das bildet sich halt deswegen ein, weil sie, ja, weil das eigentlich alles zu viel ist. Das ist... You didn't die, Kate. You're alive. Sie weiß ja jetzt mehr. Als sie das erste Mal hier in dieser Klasse saß, wusste sie nicht, dass Kate sich umbringen möchte. Da sie das jetzt weiß, vor allem auch mit dem Computer weiß, der Computer wurde vielleicht von Mr. Jefferson bedient, so als Anschauungsmaterial, was er hier macht. Und jetzt weiß sie halt besser, was er eigentlich macht, so im Hintertürchen, so heimlich. Und kann sich das jetzt halt hier so... Ja, das ist jetzt halt so eine Art verschwommen. Also sie weiß ja jetzt viel mehr. Früher wusste sie nicht, dass Kate sterben wollte. Not yet, you bastard. Okay, also das muss ich ja jetzt nicht vorlesen. Ich denke, das einfache Englisch kann jemand. Max, wenn du das liest, bist du tot. Xuxo, Mr. Jefferson. Es ist derbe komisch irgendwie. Ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Hier ist bestimmt auch wieder was anderes. Oh no. Ja. Das ist eigentlich nur, weil sie jetzt alles weiß. Hätte sie das am Anfang, als wir das erste Mal im Klassenzimmer waren, wusste sie das alles ja nicht. Okay. Und dadurch sieht sie jetzt die Dinge einfach anders. Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir rausgehen. Ob dann wirklich alles komplett zerbricht. Oder ob... I'm not going to take the bait. I'm not. Okay, das, ist Max Caulfield ein Loser? Verletzt sie jeden, dem sie hilft? Ja. Alltagsnullen. Fotowettbewerb 2013. Max hat schon gewonnen, weil sie bereits verloren hat. Macht ihr also keine Mühe, teilzunehmen. Okay, und sie macht sich halt... Max Caulfield. Oh Gott. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. I just wanted to know if you'd like to spend the rest of your life in my dark room. Your purity inspires me so much, and we could be so happy together. Who needs selfies when I can give you portraiture? There's no way I'm saying that. No way. Ich liebe Sie, Mr. Jefferson. Ich weiß ja nicht, ob Sie das meinen Sie ja definitiv nicht ernst. Aber das Komische ist, dass Sie hier in dieser Realität, das müsste Jeffersons sein. Vielleicht kann Jefferson ja auch Zeit zurückspulen, dass er jetzt die Realität steuert, weil sie sich hier entweder selbst schlecht macht. Danke, dass sie Chloe umgebracht haben. Wenn sie das ernst meint, wäre das... Natürlich meint sie das nicht ernst, aber ich liebe sie. Das geht alles so auf ihn zurück, dass er sehr positiv ist. Wir machen uns sie selber schlecht oder ihn gut. It's about time somebody finally killed Chloe. Think of how often that bitch almost got me killed. It's like you're doing both of us an awesome favor. Chloe can never appreciate you the way I will. Maxine. Sag ich doch, das ist seine Realität. I insist on calling you Maxine. Forever. Das ist, können wir zurückspulen? I don't believe it. Das ist, nicht unsere. Das ist auf jeden Fall nicht von uns gesteuert. Nicht wirklich. Das ist ganz seltsam. Ich bin gespannt, was... Ja. Okay, ich probiere jetzt nochmal eine andere Antwort aus. Aber in dieser Realität oder in diesem... Zeitdingens... geht es um ihn. Da ist er auf jeden Fall sehr, sehr positiv dran. Also sehr... Ja, es ist für ihn immer positiv. I've been dreaming of the day when you would finally tell me. I love you, Mr. Jefferson. Call me Mark. We need to play catch up on all the time we've wasted. Especially since there's nobody left in your life. I love you too, Max. Die neue Liebesstory. Besser als Romeo und Julia. Jetzt gehen wir mal raus. Ich will mich nicht unbedingt alles... testen. Ich bin bloß gespannt. Da sitzt Kate. Okay, ich finde das derbe abgefuckt.
Das ist irgendwie... Ja, ich denke mal, das ist einfach nur, weil sie jetzt die Dinge weiß, die sie vorher nicht wusste. Aber warum ist hier so... Warum ist hier alles mit Kerzen? Ist Kate in dieser Realität gestorben? Warte, das ist... Das Ganze hier wurde für Kate veranlasst und sie weint jetzt vor ihrem sozusagen eigenen... Was? Hey Kate, Max, why did you stop me from jumping? What kind of friend are you? You never understood me or what happened to me. Now my family will never leave me alone. And that means I'll always be alone. Thanks to you. Kate, that's not true. I've always been your friend. Ich bin total. Hä? Das ist unsere Tür. Da können wir noch rein. Oder nicht? Okay, egal wo wir reingehen, wir landen immer wieder in diesem Gang. Und letztendlich ist das eigentlich der gleiche Wohnraum wie damals auch. Nur, dass wir halt wirklich in jeder Tür, bestimmt außer in der von Kate, wieder hier landen. Ja. Es ist verwirrend. Ich hoffe, das wird noch so ein bisschen... Ich denke, es ist wirklich Psychose. Das bildet sich Max ein. Sie ist gerade gänzlich verwirrt und das ganze Zeitreisen macht sie einfach... Irgendwie kranke. Moment mal, wir sind jetzt aber durch Kates Tür gegangen, oder? Sehe ich das richtig? Hier, das ist Kates Tür. Okay. Das heißt, wir müssen durch irgendeine andere Tür. Soll ich jetzt alles ausprobieren oder was soll ich tun? Es ist dasselbe. Ich bin verwirrt. Also, die Tür hatten wir. Die Tür... Okay. I better find something. Das ist aber auf jeden Fall interessant. Ich finde es extrem interessant, dass sie... Save the Earth. Dass sie sowas jetzt hier durchmacht noch. Durch das ganze Zeitreisen und den ganzen Kram. Ich könnte natürlich jetzt jede Tür öffnen, aber ich glaube, das bringt mir nichts. Nein. Ich brauche einen Hinweis. Vielleicht die Karte doch, weil das ist, glaube ich, das Einzige, was wir angucken können. TV Lounge, Wending, Kate Marsh, Taylor, Stella, das sind unsere. Brooke. Das Problem ist, dass hier jetzt gerade nichts. 17, 18, 19, 20, okay, das ist. Ich sehe hier jetzt nichts, was anders sein sollte. Moment. No boys allowed, okay, das ist nichts. Nichts Ungewöhnliches. Keine Jungs, okay. Vielleicht müssen wir ein Junge werden. No balls? Balls? Weil nur keine Bälle erlaubt. Okay, Balls oder Balls? Ich weiß gar nicht, was... Hilfe! Okay, hier stand aber was an dem Schild, oder? Nee, das ist jetzt weg. Ist ja, toll. Hilfe. Ist, die Schlüssel. Okay, den hätte ich mal eher sehen sollen. Hier geht's dann aber, oder? Okay, nein, da kommen wir auch rein. Ich wollte nur gucken, ob es hier vielleicht was gibt. Gibt es hier ein Foto eventuell? Maxine, du machst alles immer noch schlimmer. Wie oft muss Cray noch vor deinen Augen sterben? Vielleicht wäre es besser, wenn du wirklich, naja, ein Leben hast. Finde meine Katzenbilder, bitte. Mein Herz ist gebrochen. Always take the shot. Mach ein Selfie, Hure. Ja, dir gehen die Entscheidungen aus. Lass uns alle zum Leuchtturm gehen. Max, warum willst du jeden umbringen? Was haben dir die anderen je angetan? Tyrannen. Zielsetzung, ich muss einen Weg hier rausfinden. Ach du Scheiße. SMS haben wir auch. Joyce. Max, wir haben ein Überwachungsvideo, auf dem du Chloe eine Überdosis gibst. Jetzt kannst du nicht mehr fliehen. Es gibt keine Realität, in der du dich jetzt noch verstecken kannst. Wage es nicht, mich zu unterschätzen, verstanden? Es vermischt sich alles. Rachel hat uns geschrieben, Samuel. Guten Abend, kleine Max.
Die Eichhörnchen reden mit mir, aber wie machst du das? Semmel hat kein Handy. Das ist alles irgendwie... Pompidou? Rachel? Hi Max, ich bin's Rachel Amber. Wollte mich nur mal vorstellen. Wir werden uns bald sehen. Sehr bald. Sind wir im Totenreich? Das... Was? Leg dich nicht mit Frank an, Stampe. Oder mir. Hast du einen Snack? Und letztendlich Nathan. Max, mir hat dein Fotoshooting mit Jefferson gefallen. Er hat dich wirklich angefangen. Wenn du willst, können wir zusammen abhängen und high werden. Okay, in der Realität lebt... Na gut, leben. Das, hier lebt, glaube ich, niemand mehr. Ich bin total verwirrt. Nehmen. 218. Wir haben einen Schlüssel für die 218. Das war, soweit ich weiß, unser Zimmer. Oder? Ja. Nee. 219 ist unser Zimmer. Dann vielleicht Kate's? Nein. Gibt es das Zimmer 218 überhaupt? Ja, das ist Stellas. Okay. Rachel Amber, es spielt sich halt alles wieder in ihrem Kopf ab. Okay, das heißt, wir sind jetzt in der Vergangenheit sozusagen. Wir sind in der Vergangenheit gelandet. Rachel Amber hat hier noch gewohnt, statt Taylor. Dana ist drin, Hadley und so, die kennen wir nicht, aber Victoria und Brooke kennen wir noch. Und in unserem Raum wohnt die Tara. Ich denke, wir müssen zu der Rachel gehen. Rachel Amber. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Alles spielt sich halt in unserem... Max, ich sag mal, ist nicht verrückt geworden, aber sie denkt halt über die Sachen nach. Sie kommt damit mit dem Ganzen einfach nicht so richtig klar, damit, dass sie die Zeit zurückspulen kann und so viel verändert. Okay, doch nicht so... Wait, what? Wir sind Victoria... Hat Victoria vielleicht mit Rachels Verschwinden was zu tun? Okay, jetzt sind wir aber wieder in der Realität. Dann vielleicht in unseren Raum gehen? Warte. Victoria Chase Rules. Wir sind jetzt sozusagen in Victorias Kopf? Wir sind in Victorias Kopf. Also wir wechseln hier irgendwie mit Max zwischen den Menschen, weil wir uns vielleicht in sie reinversetzen. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, was ich dazu sagen soll. Und wir sind wieder Max. Und sind wieder in der Realität, okay. Also Realität kann man das ja nicht nennen. Wir sind... Wenn wir jetzt zum Beispiel durch ihre Tür gehen würden, würden wir dann... Nee, dann wären wir Max. Das funktioniert sozusagen nicht. Hier stand noch was mit über uns. Look at me, I'm Max Selfie. Ja, wenn wir jetzt in Max Kopf sozusagen sind, in Max Psyche, dann würde das ja natürlich bedeuten, dass bei uns viel zu viele Bilder im Kopf rumschwirren, viel zu viele Erlebnisse... Oh, bin ich gerade erschrocken, Mann. This one is for Samuel. Und die Eichhörnchen sind auf jeden Fall so groß, weil wir sie wahrnehmen. Wahrscheinlich, weil wir sie halt als diese wahrnehmen. Manche übersehen Eichhörnchen halt, weil sie so klein sind. Wir nehmen sie wahr, deswegen sind sie in dieser Realität so groß, in unserem Kopf. Wir sind hier wahrscheinlich nur in Max' Psyche. Und das spielt sich halt in ihrer Psyche ab. Zu viele Erlebnisse... Und schlecht machen von uns selbst. Gut, dann hätten wir zumindest schon mal die Erklärung, warum das Ganze hier so verrückt ist. Aber ob wir durch diese Tür vielleicht aus dieser komischen Hölle rauskommen, sehen wir in der nächsten Folge. Ich glaube, es ist wirklich Max' persönliche Hölle. Was anderes kann ich mir dabei gar nicht vorstellen. Ich glaube halt tatsächlich, dass sie da ein bisschen... Ja, halt ihre Erlebnisse reinbringen. Und sie hat so viel erlebt, beziehungsweise so viel falsch gemacht. Auch zumindest denkt sie das. So viel Schlimmes ist ihr passiert oder halt allen Menschen um sie herum. Und sie versucht es halt immer wieder gerade zu biegen. Und ich glaube, das geht an einem Mensch. Das kann ein Mensch nicht.
Und vor allem auch Maxine, sie ist halt ein bisschen, ich will nicht sagen schwach, aber sehr sensibel. Und ich glaube, das geht ihr einfach auch durch den Kopf und nicht einfach so an ihr vorbei. Gut, das war's auf jeden Fall aber mit Life is Strange. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter in dieser Tür, wo auch immer wir uns dann wieder befinden, vielleicht ja wieder da. Dann macht es gut, bis dahin und ja, ciao.